Leonardo da Vinci wurde Mitte des 15. Jahrhunderts in der Toskana in Italien geboren und gilt bis heute als einer der Universalgelehrten, der berühmtesten Universalgelehrten weltweit. Er war Maler, Bildhauer, Ingenieur und Naturphilosoph. Und er ist auch Namensgeber für ein Operationssystem, das in der Urologie schon länger eingesetzt wird, speziell bei Prostataoperationen und in letzter Zeit auch verstärkt in der Bauchchirurgie Verwendung findet, das sogenannte Da Vinci-System oder die Da Vinci-Operationstechnik. Ein für mich als Außenstehender ziemlich faszinierendes Computersystem, das wir Ihnen heute näher vorstellen können. Was kann dieses System? Für wen kommt möglicherweise eine Operation damit in Frage? Darüber sprechen wir heute mit zwei Experten. Und wir sind zu Gast im MVZ des Krankenhauses Barmherzige Brüder. Und bei mir begrüße ich zum einen Dr. Wolfgang Leicht. Er ist der Chefarzt der Klinik für Urologie. Herr Dr. Leicht, herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Und außerdem ist bei uns Professor Pompeo Piso. Er ist Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie hier am Krankenhaus. Herr Professor Piso, herzlich willkommen. Danke. Herr Dr. Leicht, das sogenannte Da Vinci-System wird in der Urologie schon länger eingesetzt, aber hier am Krankenhaus Barmherzige Brüder ist es jetzt ganz neu. Richtig, ja. Das System selber existiert eigentlich seit dem Jahr 2003, 2004. Die ersten Eingriffe waren damals in der Herzchirurgie durchgeführt worden, damals die Bypass-Operationen. In Frankfurt wurde dann dieses System letzten Endes von den Urologen in Beschlag genommen und die ersten Eingriffe im Bereich der Prostata-Operation durchgeführt. Letzten Endes hat sich das System jetzt etabliert und tatsächlich die Prostata war zunächst mal das erste Organ, das mit dem System operiert wurde und inzwischen auch sehr erfolgreich damit operiert wird. Das ist in den USA eigentlich das Standardverfahren. Circa 90% der Eingriffe werden damit durchgeführt und das Spektrum hat sich aber jetzt sehr deutlich erweitert. Dazu werden wir später noch mehr hören. Wir werden auch noch Bilder sehen von diesem System. Aber ich kann mir vorstellen, Herr Dr. Leicht, es ist natürlich, braucht Vorlauf, so ein System zu etablieren. Was gehört denn da alles dazu, wenn es um Training geht, vielleicht der Ärzte, um das System dann im OP auch einzuführen? Es ist das Wichtigste ist eigentlich, dass eine operative Erfahrung schon vorbesteht. Das heißt, dass man weiß, wie eine offene Operation durchgeführt wird, ganz klassisch. Das ist die Grundvoraussetzung und im Weiteren ist es dann notwendig, dass auch ein Training durchgeführt wird. Das ist inzwischen sehr gut organisiert. Man hat eine Betreuung sowohl im Haus vor Ort bei den ersten Eingriffen an den Patienten und außerdem ist es so, dass eben Kurse auch angeboten werden. Die sind europaweit auch, stehen die zur Verfügung und dort kann man sehr gut Erfahrung sammeln. Ja, Herr Professor Piso, man muss auch eines vorwegnehmen, man hört ja auch oft den Begriff Robotersystem, Da Vinci ist ein Robotersystem, da denkt man vielleicht, der operiert dann komplett alleine, aber so ist es nicht, es ist eigentlich ein Assistenzsystem für die Ärzte. Das ist richtig, man könnte annehmen, wenn man den Namen Roboter hört, dass tatsächlich ein kleiner Roboter in den Bauchraum platziert wird und er macht so sein Ding, aber dem ist natürlich nicht so, sondern der wird ausschließlich durch den Chirurgen gesteuert. Die Operationsschritte sind im Grunde genommen die gleichen, die wir auch bei der offenen Chirurgie durchführen. Allerdings ist die Präzision natürlich der Arbeit genauer. Wir können auch das Operationsfeld vergrößern und auch in 3D visualisieren, sodass wir wirklich punktgenau operieren können. Aber die Steuerung erfolgt durch den Chirurgen. Jetzt denke ich, haben wir schon so viel darüber geredet, liebe Zuschauer, und Sie sind wahrscheinlich auch schon neugierig geworden, wie sieht es denn aus, dieses System? Wir haben mal an einem Übungsobjekt gezeigt, was das System alles kann. Heute liegt kein Patient auf dem Operationstisch. Die Ärzte haben ein Modell aufgebaut. In aller Ruhe lassen sich daran die Fähigkeiten und Einsatzgebiete des neuen Da Vinci-Operationssystems zeigen. Der Roboter selbst steht bei einer echten Operation unmittelbar am Tisch neben dem Patienten. Der Operateur sitzt nur wenige Meter davon entfernt an der Steuereinheit. Der erste große Vorteil des neuen Systems für den Chirurgen ist die spezielle Optik. Das ist eine 3D-Kamera. Die hat in dem Stab zwei Optiken, zwei getrennte Optiken, die mir dann hier an der Konsole ein sehr scharfes 3D-Bild liefern, ohne dass ich eine 3D-Brille aufsetzen muss. Bei einer echten Operation würde ein Patient auf dem Tisch liegen. Bevor das Da Vinci-System loslegen kann, gibt es durchaus Parallelen mit einer herkömmlichen, minimalinvasiven Operation.
Zunächst legen die Chirurgen sogenannte Trokare, das sind Zugänge für die eigentlichen Instrumente. Man kann sich das vorstellen wie eine kleine Röhre, die durch die Bauchdecke eingeführt wird. Der Roboterarm bewegt sich um diesen Punkt. Das heißt, der Patient verspürt hier keine Bewegung. Es ist hier der Fixpunkt, um den sich das Instrument und der Roboterarm bewegen. Wenn alle Instrumente vorbereitet sind, kann der eigentliche Eingriff beginnen. Gesteuert werden die Instrumente über spezielle Joysticks. Ich kann also die Klemme auf- und zumachen. Ich könnte auch, wenn ich eine Schere habe, damit fein schneiden. Ich kann sie drehen und in alle Richtungen bewegen, sodass ich auch in komplizierte und vor allem enge Räume hineinkomme und ganz sorgfältig jeden Raum mit guter Sicht erreichen kann. Im Gebiet der Allgemein- und Viszeralchirurgie wird das Da Vinci-System in den kommenden Jahren wohl verstärkt zum Einsatz kommen. Schon jetzt zeigt sich, dass die Ärzte mit dem System auch gut im Körperinneren nähen können. Auch ein gutes Beispiel, um die Präzision des Roboters zu veranschaulichen. Und finde jetzt hier auf der rechten Seite eine Nadel, kann diese rechts aufnehmen, nach links übernehmen, wieder nach rechts wechseln und könnte jetzt eine Struktur zusammennähen. Ich steche jetzt hier ein, übernehme die Nadel wieder mit links, wechsle nach rechts, fasse das Gewebe der Gegenseite, steche die Gegenseite, übernehme die Nadel, ziehe den Faden hindurch und fasse den Faden und knote den ersten Knoten. Wir wollen jetzt hier auch mal das Schneiden und Präparieren demonstrieren. Ich habe jetzt hier in der rechten Hand eine Schere und kann jetzt hier Gewebe auch schneiden und dann letztendlich fein die Schichten präparieren. Die roboterassistierte Chirurgie, ein spannendes Feld, das die Ärzte derzeit betreten. Denn in den kommenden Jahren werden sicherlich noch weitere Einsatzmöglichkeiten für das Da Vinci-System dazukommen. Ja, Herr Dr. Leichtmann hat das im Film schon ganz gut gesehen. Ich denke, viele Zuschauer kennen auch den Begriff laparoskopische Operation oder minimalinvasiver Eingriff. Und da gibt es ja durchaus Parallelen jetzt mit dem neuen System. Die Parallelen bestehen eigentlich nur noch darin, dass es eben auch ein minimalinvasiver Eingriff ist. Das heißt, dass trokare Zugriffe in den Bauch gestochen werden, durch die letzten Endes dann die Instrumente eingebracht werden. Aber letzten Endes besteht ein riesiger Unterschied und der Unterschied besteht darin, dass die Visualisierung exzellent ist. Man hat eine Vergrößerung der Organe, der Strukturen zehnfach vergrößert. Man hat letzten Endes ein dreidimensionales Sehen. Das habe ich bei der Laparoskopie, bei der klassischen Laparoskopie nicht. Und ein zitterfreies Operieren, das heißt, das Zittern des Operateurs wird herausgefiltert. Wird von dem System rausgerechnet. Und man, glaube ich, kann die Instrumente noch besser bewegen, als wenn man es rein klassisch machen würde. Das ist richtig. Die Beweglichkeit der Instrumente ist der menschlichen Hand überlegen. Und das ist natürlich schon frappierend und eröffnet somit die Möglichkeit, noch exakter zu operieren und vor allem schonender zu operieren. Herr Professor Piso, als Laie denkt man jetzt vielleicht sofort, toll, das System, das kann ich eigentlich bei jeder Art von Operation einsetzen, aber ganz so einfach ist es nicht, ganz so schnell geht es auch nicht. Seit wann wird denn auch in Deutschland, sagen wir im Bauchraum, dieses System eingesetzt bei Operationen? Also in Deutschland erst seit kurzem, weil bei dem letzten Chirurgenkongress gab es spezielle Sitzungen zum Thema Roboterchirurgie, sodass viele Kliniken sich damit auseinandergesetzt haben. Aber dass tatsächlich Operationen durchgeführt werden, das gab es vielleicht in 5 Kliniken. Mittlerweile gibt es so um die 20 und wir sind mit dabei und das freut uns auch für unsere Patienten. Denn die Methode ist in den USA verbreitet. Ich hatte selber die Möglichkeit, mich davon zu überzeugen, bei einem Besuch in einem großen Krebsinstitut in New York,
da war ich 2 Wochen und da wurde tatsächlich jeder einzelne Patient mit Darmkrebs mit dieser Methode operiert. Mit großen Vorteilen, insbesondere bei der Mastdarmchirurgie, weil man tatsächlich an Ecken rangekommen ist, wo man das besser visualisieren konnte, wo man Nerven schonen operieren konnte. Mit großen Vorteilen, insbesondere bei den korpulenten Patienten. Also es sind noch nicht allzu viele Kliniken in Deutschland, aber Regensburg ist da ganz vorne mit dabei. Aber was ist es denn für ein Gefühl als Patient, wenn man hört, da ist möglicherweise ein Roboter, ein Assistenzsystem beteiligt bei meiner Operation? Das wollten wir wissen von einem Patienten, der bereits mit dem Da Vinci-System operiert wurde. Also ich habe überhaupt keine Beschwerden gehabt vorerst und ich habe noch vor 3 Wochen noch das Abzeichen, Sportabzeichen in Gold gemacht. Also wie gesagt, überhaupt keine Beschwerden, weder körperlich und sonst was. Albert Plötz hatte gewissermaßen großes Glück, denn seine Frau und eine Verwandte ließen nicht locker, bis er einen Termin zur Darmkrebsvorsorge bei seinem Hausarzt ausgemacht hatte. Und er hat dann festgestellt, dass also was am Dickdarm ist. Anschließend hat er mich dann aufgeklärt, was auf mich zukommt, und hat mich dann beim Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Regensburg angemeldet. Bei der Vorsorge hatte sich herausgestellt, der 65-Jährige hat tatsächlich einen Darmtumor, der entfernt werden muss. Anschließend wurde mir erklärt, es gibt also 2 Arten von Operationen, die herkömmliche Operation und den sogenannten Da Vinci. Momentan wusste ich nicht, was das ist, aber mir wurde erklärt, das ist ein Roboter, und hat mir eigentlich sehr gefallen und habe spontan zugesagt. Die Vorstellung, dass bei seiner Operation ein Robotersystem zum Einsatz kommt, hat ihn nicht erschreckt. Ich habe gewusst gehabt, in mir tickt eine Zeitbombe. Das wusste ich, und die muss weg, absolut. Und da kann kommen, was mag, und die neueste Technik ist da gerade gut angekommen bei mir. Mittlerweile geht es ihm schon wieder wesentlich besser. In Zukunft wird er seine Vorsorgetermine regelmäßig wahrnehmen und kann das nur allen älteren Menschen empfehlen. Wenn er ein bisschen früher gegangen wäre, wäre es wahrscheinlich nicht so weit gekommen. Also ich kann bloß sagen, so in dem Alter, was ich bin, oder noch vielleicht ab 50, sollte jeder gehen. Herr Professor Piso, das war jetzt ein Beispiel. Der Patient in unserem Film, der hatte einen Darmkrebs, eines Ihrer Haupteinsatzgebiete, haben Sie schon vorher gesagt. Was gibt es denn noch an möglichen Einsatzgebieten? Grundsätzlich kann man fast jede Bauchoperation mit dem Roboter durchführen. Aber es gibt bestimmte Operationen, wo es vorteilhaft ist. Das ist naturgemäß das kleine Becken, wo alles so eng beisammen ist, wo man wirklich mit den Instrumenten, mit der Kamera, mit der Optik deutlich besser alles sehen und machen kann. Aber es bietet auch Vorteile, zum Beispiel im Bereich des Magens oder der Speiseröhre, weil man dann auch Operationsschritte wie Nähen durchführen kann, und die gehen wunderbar mit dem Gerät, deutlich besser als bei der konventionellen laparoskopischen Chirurgie. Gibt es auch Gebiete, von denen Sie sich vorstellen könnten, dass man da künftig auch noch damit operieren wird, die man jetzt noch nicht operiert? Also sicherlich die Brustkorbhöhle ist, was die Speiseröhrenchirurgie angeht, ein Bereich, der attraktiv erscheint. Herr Dr. Leicht, wo kommt denn bei Ihnen in der Urologie dieses neue System zum Einsatz? Bei welchen Operationen? Wie schon erwähnt, ist das kleine Becken primär der Raum gewesen, in dem sich das System sehr stark etabliert hatte. Die radikale Prostataentfernung bei Prostatakarzinom ist initial der Bereich gewesen, wo sich das System etabliert hat, und das ist weiterhin der Standardeingriff, kann man sagen. Die großen Vorteile liegen aber meines Erachtens nach in der rekonstruktiven Chirurgie. Das heißt, überall dort, wo ich feine Strukturen wiederherstellen muss, wo ich anatomische Verhältnisse wieder rekonstruieren muss, all da hat es seine großen Vorteile. Das gilt insbesondere für den Bereich der Niere. Auch die nierenerhaltende Tumorchirurgie ist sehr gut damit möglich, und es ist ein sehr schonendes Verfahren. Also das Spektrum erweitert sich ständig. Die Zystektomie wird bei uns zum Beispiel durchgeführt mit dem Da Vinci-System, das heißt die komplette Entfernung der Harnblase bei Tumorbefall der Harnblase, sodass das Spektrum eigentlich sehr, sehr weit ist und inzwischen das komplette operative Spektrum der Urologie abdeckt. Trotzdem wird natürlich immer entschieden von Patient zu Patient, ob sich das System wirklich eignet. Aber gibt es explizit Operationen, wo man sagt, die können wir mit diesem System besser durchführen als ohne?
Vorteile bestehen tatsächlich in der rekonstruktiven Chirurgie. Das hat einfach damit zu tun, dass die Optik exzellent ist und dass die Beweglichkeit der Instrumente einfach überlegen ist, gerade im Vergleich zur konventionellen laparoskopischen Operation, sodass ich sehr feine Strukturen sehr gut rekonstruieren kann. Und das ist ideal möglich mit diesem System. Jetzt wollen wir natürlich auch mal sehen, liebe Zuschauer, wie sieht das tatsächlich aus, wenn ein Patient operiert wird mit diesem neuen System. Und das haben wir mal in unserem nächsten Filmbeitrag für Sie vorbereitet. Der Da Vinci-Operationsroboter, seit kurzem fester Bestandteil im Krankenhaus Barmherzige Brüder. 3 bis 4 Mal in der Woche wird er dort eingesetzt. Jürgen Popp benutzt den Roboter vor allem in der Urologie. Einer 40-jährigen Patientin muss eine Niere entfernt werden. Sie hat vor der OP dem Eingriff mit dem Roboter zugestimmt. Bevor Da Vinci aber zum Einsatz kommt, müssen noch Maßnahmen getroffen werden. Wird zunächst wie in klassischer Weise der Bauchraum mit Luft gefüllt. Es werden die Arbeitszugänge angebracht und dann anschließend wird der Roboter in Anführungszeichen an den Patienten angeschlossen. Insgesamt 3 Arme werden über die 3 Zugänge in den Bauchraum eingeführt. Die Vorbereitung dauert bei einer Da Vinci-OP meist am längsten. An den Armen sitzt vorne eine kleine Zange, die über die Konsole bedient wird. Die Vorteile des Da Vinci-Systems sind zum einen die, dass der Operateur die Möglichkeit hat, das Operationsgebiet in einer dreidimensionalen Sicht einzusehen. Es ist ein Vergrößerungsfaktor vorgegeben, sodass die Strukturen natürlich für den Operateur deutlich besser zu identifizieren sind und auch sorgsam zu schonen sind. Das nächste ist, dass mit diesem System im Vergleich zur normalen laparoskopischen Operationstechnik ein natürlicher Tremor, das heißt kleine Wackelbewegungen, die durch den Operateur nicht zu vermeiden sind, über dieses System komplett ausgeschaltet worden, sodass die Bewegungen direkt über die Hand auf das Instrument übertragen werden und dieser Schutztremor ausgeschaltet wird. Höchste Konzentration ist natürlich gefragt. Die Steuerung fordert enorme Aufmerksamkeit. Die Nierenentfernung der Patientin verläuft gut. Oberarzt Jürgen Popp und sein Team können mit dem Roboter exakt arbeiten und die Niere ohne Probleme entfernen. Was ein wichtiger Aspekt ist in der Laparoskopie allgemein, ist, dass der Bedarf an Schmerzmedikamente nach dieser Operation deutlich reduziert werden kann. Patienten sind sehr schnell wieder auf den Beinen können und das ist sicherlich auch ein weiterer Vorteil im Idealfall im Vergleich zu den normalen Operationen und unter Umständen das Krankenhaus früher verlassen. Anders als bei einer gewöhnlichen Entfernung der Niere ist bei der laparoskopischen Operation kein großer Schnitt nötig. Das ist sicherlich eine Operationsmethode der Zukunft, wobei Operation nicht Operation ist. Es gibt sicherlich Fachgebiete, in denen dieses System möglicherweise keinen Einzug bringt. Ich als Urologe muss sagen, dass in der Urologie dieses System eine extrem weite Verbreitung hat. Angefangen über Amerika, hier in Deutschland. Es sind derzeit über 75 solche Systeme in urologischen Kliniken im Einsatz. Ja, an dieser Stelle kann man es vielleicht gar nicht oft genug sagen, Herr Dr. Leicht, es operiert nicht das System, sondern nach wie vor der Chirurg. Das ist richtig, das ist das alles Entscheidende letzten Endes. Es wird nichts von dem System selbst durchgeführt. Es wird jede Bewegung durch den Operateur gesteuert und das ist eigentlich das Entscheidende. Also es muss kein Patient Angst haben, dass er eine Maschine angedockt wird und die operiert dann selbstständig. Das funktioniert einfach nicht. So ist das System auch nicht ausgerichtet. Und es kann trotzdem passieren, Herr Professor Piso, dass man vielleicht mal die Operationsmethode wechseln muss. Es ist immer, glaube ich, ein zweiter Arzt auch am Operationstisch dabei. Warum ist das so wichtig? Das ist wichtig, weil während der Operation zum Beispiel Instrumente gewechselt werden müssen und das macht dann deren Chirurgen, eine spezialisierte Schwester und der kann tatsächlich eingreifen, wenn die Methode gewechselt werden muss, dass man beispielsweise in dieser sogenannten laparoskopischen Methode mit Schlüsselloch operiert oder aber sogar den Bauchraum durch einen Schnitt explorieren muss. Sie sehen, dass auch hier wie bei der laparoskopischen Methode gewisse Schritte der Entwicklung vorhanden sind. Deswegen muss man so wie jede Methode, neuere Methode, auch kritisch damit umgehen, genau sehen, wer dafür geeignet ist und wer nicht. Und die einzelnen Schritte sauber dokumentieren, dass man auch künftig Rückschlüsse ziehen kann, wo würde man vielleicht was anderes machen. Und wenn Sie vielleicht
nochmal zusammenfassen, ich sag mal, bei welchen Operationsarten profitieren denn jetzt die Patienten schon von dem neuen System in Ihrem Bereich? In unserem Bereich haben wir natürlich mit kleinen Operationen angefangen, um einfach die Methode zu etablieren, wie Gallenblasenentfernungen, und sind jetzt dabei, die Chirurgie des Dickdarmes, wie eben bei dem Patienten, der gezeigt wurde, zu etablieren, besonders attraktiv für den Bereich des Mastdarmes und Mastdarmkrebschirurgie. Herr Dr. Leicht, können Sie schon ein bisschen Ausblick geben, was man vielleicht zukünftig innerhalb der Urologie noch operieren kann mit diesem System? Grundsätzlich ist es so, dass wir hier bei uns im Haus alle Organe mit diesem System, alle urologischen Organe mit diesem System operieren werden. Das heißt, wir konzentrieren uns nicht nur auf die Prostata, sondern eben auch die Harnblase, der Harnleiter und die Niere. Die Nierentumorchirurgie exzellent damit durchzuführen. Man kann sogar so operieren, dass man nicht mal den Blutfluss durch die Niere während der Entfernung des Tumors unterbrechen muss. Das ist ein Riesenvorteil. Nierenschäden werden damit eben vermieden. Und das können wir jetzt schon anbieten. Das hängt einfach auch damit zusammen, dass wir hier ein sehr erfahrenes Team haben, das eben schon seit dem Jahr 2009 letzten Endes an dem System arbeitet. In anderen Häusern natürlich. Und die sind jetzt alle hier? Die sind jetzt alle hier. Herr Professor Piso, letzte Frage jetzt. Soll auch nicht der Eindruck entstehen, naja, die haben jetzt ein neues System, man kann viele Erkrankungen besser heilen als früher. Die Vorsorge ist nach wie vor eigentlich ein ganz wichtiger Punkt. Das ist das Entscheidende. Das hat schon der Chirurg Billeroth gesagt im 19. Jahrhundert. Das ist einer der Väter der Chirurgie. Man kann tolle Operationen machen, schon damals. Allerdings am besten wäre es, wir würden sie gar nicht brauchen. Somit bleibt für beide Bereiche, für Krebserkrankungen, einen Verdauungstrakt, aber auch für die urologischen Erkrankungen, bleibt die Vorsorge essentiell. Und man kann die Leute nur ermutigen, diese Angebote der Mediziner wahrzunehmen. Dann danke ich Ihnen beiden, dass Sie uns heute so umfassend Auskunft gegeben haben über das neue sogenannte Da Vinci-System. Ein System, was Operationen für Patienten in Zukunft noch einen Schritt präziser macht. Das war's für dieses Mal mit unserem TVA Gesundheitsforum. Ich freue mich, dass Sie dabei waren, und sage auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Thank you.